Erlauben Sie mir zu sagen, selbst wenn eine deutsche Staatsbürgerin, ein deutscher Staatsbürger nicht des Lesens mächtig sein sollte, hat er alle Möglichkeiten, auch in diesem Deutschen Bundestag zu sein, weil wir hier eben nicht darauf setzen, dass jemand irgendeine Art von Bildungsabschluss haben muss, sondern hier ist der Ort der Demokratie, die diesem Bundestag, der repräsentiert die Bevölkerung. Als ob uns das nicht schon längst aufgefallen wäre, Frau Brandner. Die Beweise sitzen doch schon längst auf der Regierungsbank. Frau Ricarda Lang zum Beispiel, eine übergewichtige Studienabbrecherin, die Ernährungstipps für Kinder gibt, noch nie einen Cent Steuergeld reingearbeitet hat, erklärt jetzt der ganzen Welt, wie die Wirtschaft zu funktionieren hat. Oder Robert Habeck, ein Ex-Kinderbuchautor, der bei Maischberger Talk sehr eindrucksvoll bewiesen hat, dass er sogar die zwei Wörter Konkurs und Insolvenz googeln müsste. Und das als Wirtschaftsminister von den Grünen. Außerdem kann er die Zahlen nicht so gut auseinanderhalten. 20.000, 30.000 Euro Sanierungskosten zu bis zu 200.000 Euro Sanierungskosten. Mittlerweile hat das ja zugegeben. Dann gibt's noch die Baerbock, die Zierde eurer Rasse. Geschichtlich? Null. Geografisch? Null. Mathematisch? Null. Deutsch? Null. Ein jeder Zweitklässler, ja, mit Abschluss von der zweiten Klasse bringt bessere, geradere deutsche Sätze raus, ja. Eine Hobby-Trampolinspringerin, die wahrscheinlich in einem zu niedrigen Raum geübt hat. Das wird so einiges erklären. Und dann gibt es auch noch den Hofreiter Anton. Also 2021 hat es noch geheißen, keine Waffen in Kriegsgebiete. Damit haben sie geworben, ne? Und jetzt sind sie aufgestiegen von den größten Baumknutschern zu den größten Waffenkennern und Waffenlieferanten. Das ist auch beeindruckend, wie der Hofreiter, ja, bei Markus Lanz gesessen ist und dann gequatscht hat über Panzer, über Waffen, über die Munitionierung, über die Reichweite. Ich war sehr beeindruckt. Naja, liebe Grüße auch von Österreich nach Deutschland. Wir dürften ja auch nichts sagen eigentlich. Ne? Wer im Glashaus sitzt, sollte bekanntlicherweise nicht pupsen oder so. Wir haben ja auch ein paar überbewertete, unterbelichtete, überbezahlte Politiker. Ja? Und in Deutschland wird also auf diese Art und Weise das Sortiment erweitert. Und das ist genau mein Humor.